Willkommen zurück beim Parasiten. Nee, das wollen wir auch nicht. Dann bleiben wir einfach beim schwierigen Heil. Was? Nee, lass mal drinnen. Naja, dann lassen wir das mal so. Natürlich auf normal. Pax 12. Alles klärchen. So. Und los geht's. Der Parasit. Moment, da muss ich mal kurz hier reingucken. Normale Entwicklung, normales Tumor. Ja, der Parasit ist eigentlich recht schlecht, also der wird sehr schnell erkannt. Und die einzige Änderung ist ja eigentlich nur, damit man ihn halt unsichtbar machen kann, quasi für die Augen der Forscher. Ist auch immer das Erste, was ich da mache, weil... Was bringt es mir, wenn die schon nach 5 Minuten wissen, damit wir... Also, das ist 5 Minuten, das ist ziemlich lang für das Spiel. Nach einer Minute wissen, damit es hier einen Parasiten gibt. Werden wir die Welt diesmal auch vernichten? Irgendwie ganz schön krank, das Spiel. Ich meine, wir entwickeln ein Virus, der die Menschheit vernichtet. Luft und Wasser, wie immer. Wir müssen halt wieder hoffen, damit halt relativ schnell Grönland erwischt wird. Da kostet das was. Ha! Wir bekommen dazu. Dann wird es jetzt sogar ganz relativ einfach, sage ich mal. Richtig, richtig schwierig wird dann später dann der Zombie-Virus. Also, es ist echt hart, weil, wie schon gesagt, ich habe den noch nie geschafft. Aber das ist ja eh das allerletzte, was wir da freischalten. Da fehlen uns 9. Gib mir 9 DNA-Punkte. Halt, ich darf die Leertaste nicht vergessen, dass ich die Leertaste hauen kann. Weil, wie schon gesagt, es ist schon ein paar Wochen her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Ich dachte mir, Mensch, ich muss ja langsam mal wieder Folgen raushauen. Erst die Kälte, dann die Medizin. So, sehr schön. Das Land hat es schon voll erwischt. Komm schon, komm schon, komm schon! Ja. 31 Punkte. Na gut, wir haben ja auch das noch hoch. Ach, die Sau. Ja, das ist hart. So, da können wir erst ein wenig sammeln.
Ich glaube, das einzige wirkliche Problem bei dem Bandwurm, beim Parasiten, war, dass man sehr langsam nur DNA bekommt. Wir haben jetzt hier ja schon recht gut alles ausgebaut, also da verbreitet sich recht gut. Aber wir kriegen irgendwie keine DNA rein. Jetzt schon ein kleines Problem. So, jetzt müsste es auch langsam mal in Amerika drüben ziemlich gut werden, weil Amerika ist ja Antibiotika schlechthin. Und da hab ich den ja gerade Immungegen gemacht. Ja, oh, einwandfrei, wie sich das ausbaut. Geil, 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 geil. Da kann ich nicht drüber meckern. Wir haben 18 DNA-Punkte, gleich ist die ganze Menschheit komplett infiziert. Und wir haben 18 DNA-Punkte. Schön. Dann tun wir halt mal einfach zurückentwickeln, weil Übertragungen brauchen wir nicht mehr. Ach, die Schuhkacke. Hoffentlich kriegen wir jetzt noch ein paar DNA-Punkte. Wenn jetzt am Anfang schon so ein paar Leute. Zu wenig, gib mir mehr. Jetzt stellt euch mal vor, wir würden das ohne extra DNS spielen. Also es ploppt ja hier schon mehr DNS auf wie normalerweise. Wir brauchen mehr, der Fortschritt ist ganz schön groß. Sind das 26? Wir brauchen noch 3, komm schon, 3 DNS. Lass mich dich tödlicher machen. Noch eine, komm schon. Bei anderen würden wir halt zwischendrin vielleicht mal noch irgendwas kriegen, aber nicht. Nö, nicht beim Wurm. Ach die Sau, das geht hier ratzfatz gerade. Heiliger. Jetzt geht's schon ein wenig schneller. Komm schon. Wir schaffen das. Hier unten sieht man auch schön den Zerfall. Wieso haben wir jetzt auf einmal DNA bekommen? Oh, das hätte ich die ganze Zeit einsetzen können. Oh, oh.
Boah, das ist schon wesentlich langsamer geworden. Weil es auch kaum noch Menschen gibt, die das Ganze entwickeln können. Prozent, alter Finne. So knapp war es bei mir noch nie. Achtundneunzig. Nein! Jetzt wollte ich schon ein wenig drüber latschen. Und nein! Das war. So, als nächstes gucken wir uns mal den Brion an. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Alter Finne, 98%. Das ist nicht schlecht.